Animal Crossing Lego wurde nun offiziell bestätigt. Genauer gesagt hat Nintendo vor kurzem via Twitter ein Video gepostet, in welchem man bereits einige Charaktere für das neue Lego Animal Crossing sehen konnte. Außerdem konnte man im Hintergrund Bäume erkennen, an welche man verschiedene Früchte hängen können wird. Ein genaues Release-Datum für die ersten Sets wurde noch nicht genannt, aber man kann davon ausgehen, dass diese im Laufe des nächsten Jahres auf den Markt kommen werden. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Lego und Animal Crossing Crossover in die Comments und ja, ob ihr euch die Sets sichern werdet.